Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Prüfstandsrunde. Ich bin ja wieder mit dem Kevin. Hi. Hallo. Kevin macht hier ganz viel Arbeit bei uns auf dem Prüfstand und ich habe eine Frage gelesen. Moment. Ich habe mein Telefon hier vorbereitet. Wir haben eine E-Mail bekommen und da stand geschrieben: Mein Name ist Dimitris Tupakis. Bin ich griechisches Austauschbandit. Moin, der Chef macht sich gern mal Technikvideos. Ja, macht er sich. Entschuldigung, ich will dich nicht veralbern, auch ich verschreibe mich. Wir haben ja schon herausgefunden, ich bin auch leichter Legastheniker, also war nicht böse gemeint. Könnt ihr nicht mal ein Video machen, in dem ihr auf den Zündzeitpunkt eingeht? Beispielsweise anhand eines LT85 Sport, das haben wir jetzt kein LT85 Sport, wir haben hier einen Testzylinder drauf, das tut jetzt mal nichts zur Sache, ist 85 Kubik, mit Leistungskurven fahren, mit 2 Grad, 1,5 Grad und 1 Grad. Da hast du dich bestimmt verschrieben, weil das soll bestimmt heißen mit 1,0 VOT, 1,5 VOT oder 2,0 VOT. Weil das sind ja keine Grad, die das VOT sind. Die Grad sind viel mehr Grad. Dieser Wert, der VOT eingestellt ist, wenn du den mit der Messuhr misst, oder wenn man den mit der Messuhr misst, ist es ja quasi so, dass wir die Höhe, wann der Kolben vor dem oberen Totpunkt ist. Und wenn wir Grad hätten, dann würden wir was angeben damit? Einen Zündwinkel, der bei 1,5 mm ungefähr 19 Grad wäre. Also so genau weißt du das sogar schon. Ja, prima. Das hätte ich gar nicht im Kopf gehabt. Es ist ja im Prinzip so, die Grad heißt ja quasi, die Kurbelwelle dreht sich, ist rund, oben hängt das Blei dran und macht den ganzen Tag so hier. Und deswegen sind natürlich bei einer Bewegung von 1,5 mm dreht sich die Kurbelwelle ja viel mehr Grad als diese 1,5 zum Beispiel Millimeter. Und du meinst bestimmt 1 mm, 1,5 und 2,0. Ich fand es interessant, also Machen. Das probieren wir jetzt. Mit was fangen wir an? Aktuell haben wir 1,5. Können wir ja damit anfangen. Machen wir 1,5 und dann zeigen wir euch mal die unterschiedlichen Leistungskurven, was da rauskommt. Und zwischendrin erkläre ich noch das eine oder andere, was uns dazu einfällt. Jo, fangen wir so an, ne? Bevor die Frage noch aufkommt, Hubraum? 86 Kubikzentimeter. Leistungskurven, Hinterrad oder das Motor? Das ist jetzt Hinterrad. Wir machen immer Hinterrad. Wir machen jetzt immer Hinterrad, das muss immer vergleichbar haben. Genau, also wir machen jetzt immer Hinterradkurven, damit wir keinen Fehler reinbringen durch das Öl, was ein bisschen dünner wird. Es könnte wieder 0,1 PS machen. Oder Reifen, genau. Reifen, genau. Und wir versuchen das immer auf die gleiche Temperatur runterzukühlen. Und wir machen immer drei Prüfstandskurven, das heißt also eine kalte, eine warme und eine heiße und versuche immer an dem gleichen Punkt anzufangen. Also das Prozedere, wie wir den Motor warm machen, wie wir da hinkommen, ist immer dasselbe. Genau. Jetzt hatten wir 1,5 VOT, was machen wir jetzt? 1,0 willst du machen? Ich würde sagen, wir probieren 1,0, dann gucken wir, wie die Kurve aussieht. Wird schon nicht kaputt gehen. Es ist ein Langtuning-Motor. Wäre schön. Das hält.
So, reine Höchstleistung, Kevin? Sehr ähnlich, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Na, 13,6 und 13,7 und 13,8, aber in dem Bereich bewegen wir uns gerade. Wir wissen natürlich, was für ein Unterschied passiert. Wir machen aber erst noch die dritte Einstellung und gucken mal, was dort mit der reinen Höchstleistung passiert. Das zeigt eben auch wieder ein bisschen, die Höchstleistung, die ist gar nicht so das Ding. Aber da gehen wir nachher noch ein bisschen später drauf ein, weil die reine Höchstleistung, der Wert, der da angezeigt ist, den können wir bei vielen Motoren, könnten wir das unendlich in die Höhe treiben, also wirklich, keine Ahnung, da könnten statt 13,7 könnten da 15,5 dastehen oder weiß ich nicht was, also unendlich, aber das könnte viel mehr sein. Aber da wird das Band eben spitzer und das fährt nicht mehr so gut. Aber das ist eben eine Frage des Tunings und der Einstellung. Und jetzt machen wir noch die 2.0. Dann machen wir das noch und dann tun wir die drei Kurven mal auseinandernehmen und lernen euch, was dort passiert ist und warum es passiert ist. Zitterisch. So Kevin, wieder kein großer Unterschied, oder? Wir sind schon wieder bei 14 PS, jetzt sind wir natürlich bei 0,3 PS mehr oder 0,4 als die schlechteste war, oder? Minimal mehr, ja. Und ja, macht jetzt keinen riesigen Unterschied. Wir haben jetzt mehr, mit mehr Vorzündung, also mehr Leistung. Und jetzt tun wir mal, was vergleichen wir, die heißesten Kurven miteinander oder die kältesten, oder? Also wir vergleichen eigentlich immer die heißesten Kurven, weil die halt natürlich dem realen Zustand auf der Straße oder im Gelände am ehesten entsprechen. Ja, genau. Deswegen vergleichen wir jetzt alle drei heißesten Kurven und dort lernen wir was dazu. So Kevin, jetzt haben wir hier die drei Kurven. Na, das sind jetzt die drei Kurven. Jetzt müssen wir mal der Reihe nach gucken. Also die kleinste Zahl war die 1,5. 53, 59, also die 46 war die mit 1,5. Die 49 ist die mit 1,0 und die rote ist mit 2,0. So, also die originale war die grüne. Das ist das, so wie wir es verkaufen und auch fahren. Das mit 1,5 mm. Dann haben wir die blaue Kurve. Die blaue Kurve ist die mit 1,0, also sie steht deutlich später. Das heißt, der Zündfunke kommt näher an OT. Und dann haben wir die rote Kurve und das ist die mit der meisten Vorzündung. Dann haben wir jetzt 2,0 vor OT und haben auch die beste Kurve und natürlich auch das höchste Drehmoment. Also umso früher wir die Zündung gestellt haben, umso mehr Drehmoment kommt. Wir haben quasi, also das ist die früheste, 10,9, die späteste, Entschuldigung, 1,0. Die hat 10,9 Newtonmeter. Dann haben wir die grüne Kurve, 11,1 Newtonmeter, also 0,2 mehr, was ja schon, ja, das ist ja schon ein bisschen was. Es sind keine rauen Mengen, aber es ist schon was. Und dann haben wir die früheste, die hat 11,4, ne, hat wieder 0,3 mehr. Und man sieht auch, dass die Kurve, umso früher die Zündung ist, immer weiter nach vorne rutscht. Und jetzt kommen wir zu der Sache, er hat einen riesen Vorteil mir gegenüber, er hat nämlich studiert. Deswegen darfst du jetzt erklären, warum das so ist. Naja, natürlich, wenn du früher zündest, hat das Gemisch mehr Zeit zum Durchbrennen. Dementsprechend wird erstmal die Verbrennung besser sein. Ja, und noch dazu kommt ja, dass die Temperaturverhältnisse anders sind. Was man halt gerade besonders hinten raus dann sieht,
Je später du zündest, desto heißer ist das Gas im Auspuff, desto höher ist die Schallgeschwindigkeit und desto effektiver arbeitet der Auspuff noch zu einem Zeitpunkt, wo die Welle ja schon nicht mehr viel Zeit hat im Auspuff. Genau. Ich versuche es nochmal so zu erklären, wie ich es auch immer erkläre, weil es relativ einfach ist. Ich frage immer Leute, okay, was passiert denn eigentlich, wenn Gas verbrennt? Wird es beim Explodieren, also beim Expandieren, nenne ich es mal besser noch, kälter oder wärmer? Also beim Expandieren möchte ich ja nichts weiter machen, als sich die Energie mit den anderen Teilchen, die in der Luft oder in dem Raum vorhanden sind, zu teilen. Und damit, wenn es mehr oder länger Zeit hat zum Expandieren, wird es umso kälter. Also bei einer Explosion ist ja viel Energie am Anfang da und dann macht es puh. Und dann macht die Energie in alle Richtungen weg und es wird immer kälter. Also umso früher der Funke kommt, umso kälter ist das Gas im Auspuff. Umso besser funktioniert der Auspuff bei wenig Drehzahl. Das hat das mit dem Auspuff zu tun. Ne? Das Gas macht dadurch den Auspuff durch. Also wenn wir jetzt mal den Auspuff haben, macht durch den Auspuff durch, wird reflektiert und drückt wieder zurück. Und das hat ganz viel, die Geschwindigkeit hat ganz viel Abhängigkeit von der Temperatur. Deswegen das, was wir mit der Zündung hauptsächlich verstellen, ist die Auspuffresonanz. Nicht, weiß ich nicht was, die Auspuffresonanz ist das, was den maßgeblichen Faktor darauf hat. So, also ihr habt das jetzt gesehen. Jetzt könnten natürlich welche von euch fragen, ja, warum fahren wir dann eigentlich nicht immer 2,0 VRT, Kevin? Ja, weil natürlich, wie man hier sieht, das Überdrehverhalten dann erstmal deutlich schlechter wird, was man schon merken wird. Und natürlich, weil es thermisch schwieriger wird. Thermisch und auch mechanisch, würde ich sogar schon sagen. Ne? Weil das ist halt so, wenn der Funke zu früh kommt, kann es sein, dass hier auf dem Prüfstand das funktioniert. Aber jetzt fahrt ihr wirklich mal einen richtigen Berg hoch, der ist knackig, es geht mal richtig ins Gebirge. Ich weiß, ihr fahrt auch solche Touren über die Berge. Also Kevin und auch ein paar andere von hier auf Arbeit sind auch schon... Wo seid ihr drüber gefahren? Nach Italien, oder? Ja, wir fahren gerne in den Alpen. Richtig cool. Und dann geht es einen langen Stich hoch. Wir haben eine viel zu frühe Zündung. Und dann kann es sein, dass die Zündung dann eben schon zu früh steht, weil das System eben auch zu viel Gegendruck hat. Und dann kann es passieren, ihr kriegt ein Loch im Kolben, ihr bekommt Detonationsprobleme. Es gibt eine ganze Menge Probleme, die das nach sich zieht. Wir sind also hier physikalisch an gewisse Grenzen gebunden und können die Zündung nicht so früh stellen, wie wir wollen. Weil es fängt dann an mit Klingeln, es kriegt ein blödes Geräusch, der Motor kriegt einen Schaden und da wird halt mechanisch auch wärmer. Also da wird einfach wärmer auch durch die ganzen Sachen, die da passieren. Das will ich jetzt nicht noch mehr in die Tiefe gehen, das wird zu viel. Und deswegen ist 1,5 unser Wert, wo wir sagen, dort halten wir uns auf, wir wissen, dass der Motor halt hält, der Spritverbrauch passt, die Temperatur passt. Ja. Das ist der beste Kompromiss an der Stelle. Ganz genau, das ist der beste Kompromiss. Und darauf stimmen wir auch unsere Motoren ab, dass es mit dem Kompromiss eben am besten geht. Weil jetzt könnte man die Auspufftemperatur auch wieder hochkriegen, indem man zum Beispiel sagt, okay, wir fahren mit der frühen Zündung, nimmt dafür die Verdichtung weg. Weniger Verdichtung hat genau den gleichen Effekt. Weniger Verdichtung heißt, dass das Gas heißer in den Auspuff kommt. Sind ähnliche Zusammenhänge. Aber unsere Kompromisse beim Motor drehen sich halt um eine bestimmte Verdichtung und eine bestimmte Zündungseinstellung, weil wir dort einfach wissen, dass die Dinger solide und lange laufen. Genau. Ich hoffe, das war für euch interessant. Das hat euch weitergebracht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.